Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie ihr eure Musik am besten veröffentlichen könnt. Und veröffentlichen heißt für mich, an einem Tag zur gleichen Uhrzeit auf allen Streaming-Plattformen gleichzeitig eure Musik zu veröffentlichen. Und wie das geht, darum geht's heute. Also, um erstmal ganz rudimentär zu erklären, wie man Musik veröffentlicht. Es gibt diese ganzen verschiedenen Streaming-Plattformen, die wir alle kennen. Spotify ist wahrscheinlich für den europäischen Markt der größte und wichtigste. Danach kommt Apple Music, aber es gibt Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, ewig viele. Das Problem ist, ihr könnt auf diesen Plattformen nicht einfach ein Profil erstellen, wie man das zum Beispiel bei Soundcloud kann oder bei YouTube und dann eure Musik hochladen. Das geht bei denen leider nicht. Das können nur ganz bestimmte Firmen. Das sind sogenannte Partner, die nennen sich Distributor oder Distributoren. Das sind also Firmen, die von den Streaming-Anbietern ausgewählt wurden und Rechte bekommen haben, Profile zu erstellen auf diesen Streaming-Plattformen und somit Musik hochzuladen. Große Labels, sogenannte Major Labels, das sind also Universal Music oder Warner oder Sony, das sind so die allergrößten der Welt, die haben auch diese Rechte, aber die meisten anderen Labels haben das nicht. Das heißt, die meisten anderen Labels benutzen auch sogenannte Distributoren, um ihre Musik oder eure Musik bei Spotify, Deezer, Tidal zu veröffentlichen. Wenn dann ein Distributor den Auftrag von euch oder von einem Label bekommen hat, eure Musik zu veröffentlichen, dann wird er erstmal schauen, ob ein Profil schon vorhanden ist. Wenn nicht, wird er eins für euch erstellen. Dieses Profil könnt ihr dann später claimen. Das heißt, sobald das Lied veröffentlicht ist oder das Album oder die EP, gibt es zum Beispiel auf Spotify ein Profil mit eurem Namen, mit eurer Musik drauf, dann könnt ihr mit diesem Link von dem Profil auf eine Seite gehen, in dem Fall von Spotify ist es die Spotify for Artists Webseite, gibt diesen Link ein und müsst danach eigentlich nur Spotify beweisen, dass ihr das wirklich seid, dass euer Profil das ist. Wenn ihr das geschafft habt, dann gehört euch das Profil und ihr könnt es bearbeiten, sprich ihr könnt die Bilder ändern, die Beschreibung ändern, Links hinzufügen. Dann habt ihr euer Profil, habt Zugriff drauf und für alle weiteren Releases, die in Zukunft kommen auf dieses Profil, kann dann der Distributor einfach nur noch Musik hinzufügen und so wird die Liste an Musik in eurem Profil immer länger und länger. Das heißt also, ohne einen Distributor kann man seine Musik leider nicht auf Streaming-Plattformen veröffentlichen. Jetzt braucht man aber nicht unbedingt den Weg über ein Label gehen, um zu einem Distributor zu kommen, damit die Musik auf Spotify kommt. Man kann auch meistens direkt zu dem Distributor gehen. Das bieten die meisten Distributoren an. Dieser Weg heißt dann Self-Release, weil man released ja quasi selbst durch den Distributor, anstatt dessen Label die Musik für euch durch den Distributor auf Spotify veröffentlicht. Jetzt ist die Frage, was ist sinnvoller, Label-Release oder Self-Release? Und dazu sollten wir uns vielleicht mal die Vor- und Nachteile angucken von Label-Releases oder Self-Releases. Und um das zu verstehen, sollten wir vielleicht erstmal kurz klären, was wir überhaupt mit unserer Musik vorhaben. Die meisten von uns wollen ja einfach erstmal Reichweite kriegen, sprich möglichst viele Leute sollen eure Musik hören, eure Musik soll möglichst viele Streams bekommen und möglichst viele Leute sollen auf eure Musik aufmerksam werden. Das klappt heutzutage in den meisten Fällen durch Playlists. Wenn ihr jetzt nicht irgendwie der neue Superstar seid oder durch irgendein Major-Label gepusht werdet, wird euer Profil am Anfang ziemlich einsam aussehen, weil einfach nicht viele Leute es entdecken werden, weil es gibt, wie bei allen Social-Media-Plattformen auch, ganz viele tausende Profile. Die Wahrscheinlichkeit, auf euer Profil durch Zufall zu stoßen, ist relativ gering, aber Playlisten geben euch eine gute Möglichkeit, um gehört zu werden. In meinem Fall von Lo-Fi heißt das, es gibt mehrere Playlists auf Spotify, die von Relevanz sind. Da gibt es unterschiedliche Kategorien. Es gibt sogenannte Editorial-Playlisten. Das sind Playlisten von den Streaming-Anbietern selbst erstellt. In dem Fall von Spotify gibt es zum Beispiel die Modus Mio-Playlist. Das ist eine ganz bekannte Playlist für Rap. Es gibt aber auch die Jazz-Vibes-Playlist oder die Lo-Fi-Beats-Playlist. Das sind zum Beispiel zwei Playlisten für Lo-Fi, die in meinem Fall relativ interessant sind. Das sind die sogenannten Editorial-Playlisten. Das heißt, die sind von Spotify selbst. Das heißt, Spotify entscheidet auch selbst, wer da reinkommt. In dem Fall haben sie sogar Leute angestellt. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Musik zu hören und zu entscheiden, ob sie gut genug ist. Und wenn ja, ob sie in welche Playlist auch immer passt. Das sind die sogenannten Editorial-Playlisten. Und jetzt gibt es noch private Playlisten. Das ist nichts anderes, als wenn ihr auf Spotify einfach eine eigene Playlist erstellt und an eure Freunde schickt und dann followern vielleicht manche Leute dieser Playlist. Das machen Labels oder Privatpersonen auch schon seit Ewigkeiten. Und das heißt, es gibt Playlisten, die sind ziemlich groß. Es gibt sogar manche Privat-Playlisten, die sind größer als die Playlisten von Spotify zum Beispiel selbst. Und über solche Playlisten, sei es Editorial oder privat, kriegt ihr Hörer, kriegt ihr Streams. Das heißt, Ziel ist es, in so eine Playlist reinzukommen. Jetzt nur die Frage, wie kommt man da rein? Und da kommen jetzt die Labels ins Spiel. Der ganz offizielle und einfache Weg ist ein sogenannter Pitch. Das heißt, wenn eure Musik von einem Distributor bei Spotify hochgeladen wurde und für einen Release-Termin vorbereitet wird, sprich ein Release-Termin steht fest und ihr wisst schon, wann das ist, könnt ihr im besten Fall 2 Wochen vorher, aber maximal bis eine Woche vorher eure Musik pitchen. In dem Fall von Spotify heißt das, es gibt dann auf eurer Spotify for Artists Seite die Möglichkeit, Spotify-Kuratoren, also den Playlist-Kuratoren, darauf aufmerksam zu machen, dass ihr gerade was Neues veröffentlicht und dass sie vielleicht mal reinhören und gucken, ob es vielleicht passt. Und da gebt ihr natürlich am besten schon ein Genre an oder Instrumente, die drin vorkommen, um dem schon ein bisschen die Vorauswahl leichter zu machen, dass eure Musik auch wirklich dahin kommt, wo sie soll. Und wenn ihr Glück habt, wird eure Musik gehört. Und wenn ihr noch mehr Glück habt, ist sie gut genug und dann wird sie in den Playlist reingepackt und dann funktioniert das so. Das ist der offizielle Weg. Das Ding ist, ihr könnt euch vorstellen, da schicken wahrscheinlich jeden Tag tausende Leute ihre Musik hin und deshalb genau eurer Track so lange angehört wird, dass er vielleicht für gut genug befunden wird, ist die Chance ist da, aber natürlich ist sie einfach relativ gering. Und da kommen jetzt Labels ins Spiel. Im Musikbusiness ist es wie in eigentlich allen anderen Businesses auch, Beziehungen zählen halt.
Beziehungen sind sehr wichtig und es kann sein, dass ein Label oder jemand von dem Label vielleicht eine persönliche Beziehung zu so einem Playlist-Kurator hat. Vielleicht kennen die sich, vielleicht haben die Nummern ausgetauscht. Wenn es ihr bei einem Label eure Musik veröffentlicht, dass vielleicht ein Typ vom Label dem Kurator von der interessanten Playlist kurz eine WhatsApp schreibt und sagt, hey, pass mal auf, da ist ein Artist bei uns, der ist neu, der hat ein cooles Lied, hör doch mal rein. Das ist zwar eigentlich alles nicht so ganz cool, weil natürlich ist es ja nicht gleich für jeden, aber so läuft es nun mal. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, warum Labels für euch interessant sein können, weil die haben Kontakte. Das heißt, ihr habt eventuell mehr Chancen, irgendwo reinzukommen, wo ihr sonst nicht reinkommen würdet. Als zweiter Vorteil von einem Label kommt dazu, dass ein Label vielleicht schon eine eigene Playlist hat, die auch schon Follower hat. Wenn die schon vor einer Weile mit der Playlist angefangen haben und einfach die aufgebaut haben und die Playlist hat so und so viele Tausende von Followern, heißt, wenn eure Musik da reingepackt wird, wird die gehört von diesen Followern oder von den meisten davon. Das sind natürlich auch private Playlisten, in die ihr nicht reinkommen würdet, wenn ihr nicht über dieses Label veröffentlicht, weil die natürlich nur alle Releases über dieses Label in diese Playlist packen. Dazu kommt, dass Labels im Zweifel schon eine Reichweite haben. Und wenn sie eure Musik da veröffentlichen und posten, hören das automatisch schon Leute und werden vielleicht darüber auch auf euch, eure Profile, eure Musik aufmerksam. Das sind natürlich alles Vorteile, die so ein Label mit sich bringt. Jetzt gibt es aber auch noch ein paar Nachteile. Und zwar erstens, die Labels machen das ja nicht einfach so umsonst, sondern die wollen was dafür. Und meistens wollen die Prozente von eurer Musik. Das heißt, von dem ganzen Geld, was ihr hoffentlich dann über eure Musik einnehmt, wollen die einen Cut. Und das kann teilweise sogar bis zu 50% bedeuten. Da muss man halt immer abwägen, ist die Chance, mehr gehört zu werden über so ein Label so groß, dass es sich lohnt, die Hälfte abzugeben, weil die Hälfte von etwas ist immer noch mehr als alles von nichts. Das muss man halt immer abwägen, wie weit man schon ist, ob man schon Hörer hat oder ob man schon abschätzen kann, wie viele Leute einen monatlich hören oder auch nicht hören. Der zweite Nachteil von Labels ist, dass sie nicht unbedingt alles annehmen. Das heißt, man schickt Labels seine Musik. Wie man genau das schickt, das kann ich in einem späteren Video nochmal genauer erklären, wenn ihr möchtet. Aber man schickt Labels seine Musik und wenn die sagen, es passt gerade nicht zu uns, dann sagen die einfach, nö, sorry, machen wir nicht. Und dann steht ihr da und dann, ja, klappt der Release halt nicht über das Label. Dann kann man natürlich andere Labels probieren, aber das ist natürlich viel mühseliger. Ein Distributor nimmt es einfach an. Außerdem kommt noch dazu, dass Labels euch im Zweifel Release-Dates vorgeben, weil die auch selbst schon einige andere Releases geplant haben. Das heißt, die sind nicht so flexibel in der Terminplanung eurer Releases. Wenn ihr da flexibler sein wollt, dann macht es am besten direkt über einen Distributor. Da könnt ihr euch immer genau aussuchen, an welchem Tag eure Musik veröffentlicht werden soll. Ein weiterer Vorteil von Distributoren ist, in meisten Fällen wollen die keinen Cut von eurem Einkommen, sprich von euren Royalties, die ihr hoffentlich verdient über eure Musik. Es gibt ein paar Anbieter, die wollen das, die meisten aber nicht. Die wollen nur entweder eine einmalige Gebühr oder eine monatliche oder jährliche Gebühr. Das heißt, das, was am Ende bei eurer Musik rauskommt, gehört zu 100% euch und ihr müsst das nicht noch teilen mit irgendeinem Label. Nachteil von Distributoren ist eben, sie haben nicht diese Kontakte oder wenn sie sie haben, werden sie sie nicht für euch benutzen, weil ihr seid ja nicht sonderlich stark mit denen verbunden. Die veröffentlichen einfach nur die Musik für euch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Placements zu bekommen, also in Playlisten zu kommen, ist einfach kleiner, weil ihr seid nur auf eure eigene Stimme angewiesen und habt niemanden, der euch dabei hilft. Des Weiteren ist, die haben natürlich auch keine Reichweite, die sie für euch einsetzen können. Das heißt, auch nur eure eigene Profilreichweite zählt. Die Werbung, die ihr schaltet, ist das Einzige, was ihr machen könnt. Ihr habt kein Profil, kein Label, keine große Instagram-Seite, die euch pusht, die euch hilft, die euch einen Shoutout gibt, um an mehr Leute zu kommen. Jetzt ist die Frage natürlich immer noch nicht so ganz beantwortet, was ist denn eigentlich besser? Label-Release oder Self-Release? Und dazu sollte man sich immer im Klaren sein, was man denn mit so einem Release eigentlich möchte. Möchte ich jetzt einen neuen Markt erschließen, bin ich ein Musiker, der noch keine wirklichen Hörer hat und möchte einfach mal gucken, dass ich erstmal überhaupt meinen Hörerstamm aufbaue, ist ein Label-Release sicher nicht verkehrt. Das heißt, ihr schreibt Labels an, sucht am besten Labels aus, die ihr denkt, die zu euch passen und schreibt gerne auch ein paar an und hofft deshalb wenigstens eins zusagt. Manchmal ist es gar nicht so einfach, da reinzukommen, aber es gibt Chancen. Die meisten Labels haben auf ihrer Webseite irgendwelche Submit-Funktionen. Das heißt, man kann die Musik da hochladen und die einfach hinschicken und mal fragen, hey, hört doch mal rein, habt ihr nicht Bock? Manchmal kann man auch eine Instagram-DM schicken, aber die meisten haben auf ihrer Webseite jetzt schon so eine Submit-Funktion eingerichtet. Darüber ist es am leichtesten, an die ranzukommen. Wenn ihr dann vielleicht irgendwann schon einen Hörerstamm aufgebaut habt, dann kann so ein Self-Release natürlich auch interessant sein, weil dann müsst ihr das Geld ja nicht mit anderen Leuten teilen oder mit dem Label teilen, weil ihr wisst, eure Musik kommt schon an, ihr habt ja eure Fans. Aber vor allem, wenn es darum geht, neue Hörer zu erreichen und vielleicht in diese Playlisten zu kommen, ist ein Label sicher nicht schlecht. Bei Labels sollte man generell auch vorsichtig sein. Nicht jedes Label hat Kontakte zu Playlist-Kuratoren. Das kann man natürlich auch nicht vorher wissen. Das muss man im Zweifel leider einfach ausprobieren. Aber auch nicht jedes Label hat eine erfolgreiche Playlist. Das kann man vorher recherchieren. Ob ein Label eine Playlist auf Spotify oder ähnlich besitzt, die vielleicht interessant sein könnte. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr wenigstens schon mal einen Vorteil bei diesem Label, weil ihr da reinkommt. Auch sowas kann man dann vertraglich klären oder ist im Zweifel vertraglich geklärt, ob ihr da reinkommt, wie lange ihr da reinkommt. Das ist auch von Label zu Label unterschiedlich. Auch wie groß diese Playlist ist, ist natürlich von Label zu Label unterschiedlich. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dessen Label-Release heutzutage gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist wie früher. Ich meine, früher lief alles nur über Labels, da konnte man gar nichts anderes machen und die waren halt die Könige und konnten sich komplett frei aussuchen, wen sie nehmen und wen sie nicht nehmen. Das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr ganz so. Dadurch, dass einfach der Self-Release-Markt so groß geworden ist, gibt es da eine gute Konkurrenz zu Labels und die sind durchaus interessiert an eurer Musik. Und dazu kann man auch noch sagen, es gibt ja nicht nur die ganz großen Major-Label, die einfach nur interessiert sind an Geld machen und irgendwie ihre Stars pushen. Es gibt ganz viele kleine Label, die auch sehr, sehr leidenschaftlich für eure Musik einstehen, eure Musik rausbringen wollen, die auch keinen großen Cut wollen. Da gibt es ganz, ganz viele kleine oder auch
auch mittelgroße Labels, die einfach nur euch helfen wollen. Und da ist es an euch, die zu finden, einfach mal zu recherchieren, was in eurem Genre so an Labels existiert, welche vielleicht interessant sein können, auch vielleicht Leute selbst kennenlernen. Ist auch ein ganz guter Tipp, so mal rauszufinden, wo Leute Musik veröffentlichen ist. Guckt doch mal auf diese Wunsch-Playlist, wo ihr gerne drin sein würdet. Sei es Modus Mio oder in meinem Fall zum Beispiel die Jazz-Vibes. Guckt doch mal da drauf und guckt doch mal auf die Tracks, wo die eigentlich veröffentlicht sind oder wer die für die veröffentlicht hat. Da kann man auf Song-Infos gehen oder Album-Anzeigen auf Spotify zum Beispiel, dann sieht man unten immer, wer die veröffentlicht hat. Wenn da der Name vom Artist steht, heißt das in der Regel, das war ein Self-Release über irgendeinen Distributor, weil du kannst bei Distributoren selbst aussuchen, was da unten steht, wer das veröffentlicht hat. Wenn da nichts aussucht, steht da im Zweifel einfach DistroKid oder RecordJet oder sowas, aber wenn ihr was aussucht, dann steht da euer eigener Name. Wenn es aber da steht, zum Beispiel Warner Music, dann ist es klar, das ist ein Release über Warner Music. Das heißt, da unten könnt ihr genau gucken, welche Labels das veröffentlicht haben und dann guckt doch mal, was für Tracks da drin sind und welche Labels diese veröffentlicht haben, macht euch eine Liste und haut die einfach mal alle an. Da kommt ihr vielleicht schon ein bisschen weiter und habt vielleicht Glück, dass eins dieser Labels euch annimmt. Seid aber nicht enttäuscht, wenn es am Anfang nicht so schnell funktioniert. Ich weiß auch noch bei mir, es dauert schon eine Weile und man muss schon echt viele Mails schreiben und seine Musik oft submitten, bis man mal angenommen wird. Aber da ist auch einfach der erste Schritt ist der schwierigste. Wenn man einmal drin ist, wenn man Leute kennt, eine Beziehung zu jemandem aufbaut, danach Musik wieder hinzuschicken, ist viel leichter. Das heißt, Labels sind nicht immer nur was Böses, die können euch auch durchaus helfen, wenn es euch doch zu ungeheuer ist. Der Self-Release ist immer auch eine gute Wahl. Die werden auch immer größer, immer besser und man hat immer mehr Chancen, auch über Self-Releases Placements zu bekommen, also in Playlisten reinzukommen. Man hat ja nach wie vor bei den meisten Streaming-Anbietern die Möglichkeit, seine Musik zu Kuratoren von Playlisten zu pitchen, damit die eben hoffentlich gehört werden und hoffentlich auch in die Playlist gepackt werden. So viel zu dem Thema Labels, Label Releases, Self-Release. Wenn es euch interessiert, dann mache ich gerne mal ein Video, wie ich meine Musik über Labels veröffentliche und auch vielleicht mal ein Video, wie ich meine Musik als Self-Release veröffentliche. Wenn euch das interessiert und auch wenn euch vielleicht das Prozedere interessiert, wie das mit Self-Releases denn genau funktioniert, von Schritt 1, ich schreibe die mal an, bis zu meine Musik ist tatsächlich online. Kann ich gerne Videos so machen, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ich habe euch ein bisschen was erklären können, es ist nicht zu viel durcheinander gewesen. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder für ein neues Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.